an. Ja, hör's an. Hallo Burkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, der Matze und der Lutze. Wie immer hier vor der Kamera, jeden Montag. Auch wenn wir nichts zu sagen haben, aber wir haben heute was zu sagen. Ne? Ach, zum Beispiel Gruß der Woche. Ja, haben wir. Wir grüßen das neue Coronavirus, B117. Ah, was war denn das jetzt? Ich habe ein Aerosol ins Auge gekriegt. Oh nein. Da fällt mir ein, wieso tragen wir eigentlich keine Schutzbrillen? Schutzbrillen. Schutzbrillen haben die vergessen. Kein Wunder, dass die alle nicht gesund werden. Weil durch die Schleimhäute der Augen kommt das Aerosol. Wenn hier alle zu ist. Ja, bleibt ja nur noch das übrig. Und die Ohren sind auch noch offen, die müssen wir auch zustoppen. Da kommt das auch hin. Na, eher weniger. Wollen wir wetten, kannst du doch unter Druck machen, kommt Luft raus. Geht doch rein. Vielleicht kannst du auch, wenn die Maske auf hast, durch die Ohren atmen. Kann ja nicht werden, aber ja. Fachleute, sagt ihr, deutsche Fachleute. Ja, Matze, Tag 25, stocknüchtern? 25, nockstüchtern, Herr Machtmeister. Was sagen eigentlich deine Leberwerte? Willst du mal hören? Wow! Ja, was? Regeneration, perfekt. Ja, die ist jetzt so general überholt. Hat sich so voll angehört. General überholt. Hat sich so voll angehört. Nächste Woche ist noch Ölwechsel, da geht es so zur Blutspende. In Brück ist übrigens Blutspende. Wer sich noch anmelden möchte, nächste Woche in Brück über die Seite der DRK kann man sich anmelden in Brück. Mhm. Wir machen komplette Familienausflug. Weißt du, wie sich das nicht so voll anhört? Wieso? Hast du davon? Das ist alles zu spät. Jo, Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird euch der Jäger holen mit dem Piep, Piep, Piep. Singst du hier? Kannst du das mal unterlassen, bitte? Schickes Bild von dem Fuchs. Vielen Dank, lieber Holger, dass du uns das geschickt hast. Sogar in Farbe. Ich staune mal, ich habe die sonst nur in Schwarz-Weiß von meiner Kamera, weil ich habe nämlich auch eine Kamera, die da läuft. Und Füchse fängt. Ich habe mehrere Füchse ist gefangen. Halt technisch nicht auf der Höhe. Richtig schick, eine Fee. Und die soll auch so gesund aussehen, wurde mir mitgeteilt. Aber danke, dass du uns mal das Bild geschickt hast. Es gibt doch genug Komposte hier im Ort. Aber ich habe schon festgestellt, der ist ganz schön frech, der Fuchs. Der ist hier abends ganz viel unterwegs, auf den Grundstücken die überall. Die Füchsin. Die Füchserin. Es gibt zwei, ich habe doch zwei gehabt bei mir auf dem Video schon. Zwei gleichzeitig. Sollte zwar nicht sein, aber ist tatsächlich so. Die sind auch zu zweit unterwegs. Naja, und weil wir noch was, was können wir noch erzählen? Ich weiß noch was. Feuerwehr. Feuerwehr, ja, Feuerwehr. Die hatten auch wieder einen Einsatz, also auch in Corona-Zeiten. Immer im Dienst, auf Abruf und Dankeschön, wie immer, für euren Einsatz, für die Allgemeinheit, auch in schwierigen Zeiten. Mhm. Und weil wir schon so beim Blubbern waren, ich muss mal sagen, ich habe heute nicht echt die Woche was gelesen, da habe ich fast Lachkrampf gekriegt. Also eigentlich, ich weiß nicht, was das manchmal hier für Ausmaße annimmt, aber ihr wisst schon, dass die neuen Malen Skatblätter jetzt out sind, ja? Es ist vorbei mit dem Scheiß. Nichts mehr König, Dame, Bube, das ist nicht gendergerecht, das darf gar nicht sein. In der Tagesschau gelesen, es gibt jetzt Kartenspiele, Gold, Silber, Bronze, nicht mehr König, Dame, Bube, weil es kann ja nicht sein, dass der Herr oben steht, ja, es geht überhaupt nicht, aber dass der Bube unter der Dame steht, finde ich ja auch komisch, aber jetzt muss ich auch sagen, ich finde es aber auch nicht in Ordnung, dass Bronze weniger wert ist als Gold. Also Silberfische, ne, schwimmen ja langsamer als Goldfische, aber immerhin noch schneller als Bronzefische. Ja, aber ich finde es nicht gut. Ich finde schon, dass man das Kartenspiel so machen muss, dass es alles weiß ist, damit sich niemand ärgert, dass er das falsche Blatt hat. Und es wird immer abwechselnd gleichmäßig gewonnen. Alle gewinnen. Ja. Immer. Weil wenn jemand verliert, der kriegt Depris und dann macht er Sachen, die er nicht machen soll. Das geht nicht. Also hier, ich habe schon mal ein Kartenspiel vorbereitet. Äquivalente ostfriesischen Nationalflagge. Matze, du hast gewonnen. Du auch. Gut. Ostfriesische Nationalflagge kennen wir ja alle. Weißer Adler auf weißem Grund. Also echt mal. Wo treibt uns das noch hin? Ich weiß nicht. Wie heißt du eigentlich mit weiblichem Vornamen? Sag das gibt's Martina, nicht ja? Nein. Martina. Nein, auf keinen Fall. Doch, du heißt Martina. Komm, nein. Gib's zu. Nein, es ist doch egal, ob du jetzt weiblich oder männlich bist. Es ist doch vollkommen egal. Nein, das ist nicht für dich egal. Das kann jeder selber entscheiden. Ich habe entschieden, dass ich das nicht bin. Du kannst im Waldbad jetzt mit BH rumlaufen. Ich könnte. Mit Bikini. Du auch. Ich will aber nicht. Ja, ich mach mich nicht. Nein, das will ich gar nicht. Ich will das gar nicht wissen. Ich will das nicht wissen. Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ja, na gut, dann haben wir schon mehr. Dann haben wir noch was? Nö, ne? Das war schon wieder. Ich denke mal nach darüber, aber so viel ist gerade wirklich nicht. 2 Grad und alles grün. Ich kann so nicht Schnee schieben. Du kannst nicht Schnee schieben. Nee. Kommt noch dazu. Schnee, da sind wir beim Wetter. Du kannst nicht Schnee schieben. Und Matze, was sagst du? Nieselt ja ab und zu mal Schnee runter, aber
Die Wochentemperaturen, wir sind übrigens beim Wetter. Hier, komm, machen wir Jingle. Jingle. Dass man dir alles sagen muss. Okay. Die Woche bleibt unangenehm vom Wetter her. Ein bisschen Regen ist dabei, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, am Donnerstag vermutlich am meisten und Temperaturen unter 5 Grad, Freitag ein bisschen über 5 Grad, des Nachtens um die 0 Grad herum, also es könnte nach wie vor auch frühmorgens glatt sein, also schön aufpassen. Des Nachtens sollte es nicht letzte Woche auch regnen so doll? Und hat es nicht geregnet am Donnerstag? Gar nicht. Ja, es hat schon geregnet. Und vor allem nachts war es auch wieder dunkel. Das ist mir auch aufgefallen. Ah ja, gut. Okay. Naja, das war's dann, wa? Sind wir schon wieder durch, oder wie? Ja, ganz kurz. Gut, machen wir mal kurz. Wenn das hier weitergeht mit den ganzen Viren, dann werden wir hier gelockdown bis Ostern oder so. Keine Ahnung. Also schön ist es nicht, aber dazu möchte ich mich nicht äußern. Genau. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Sonst dauert das jetzt hier eine halbe Stunde. Hier gibt es Sachen, die stellen sich schon von... Nein, ich sage dazu nichts. Ich muss meine Schnauze halten. Wir dürfen ab nächste Woche wieder trinken, Matze. Wasser, meine ich. Und dürfen tun wir immer. Waschen. Aber wollten tun wir nicht. Ja, wir halten ja durch. Nächsten Montag trinken wir hier ein gepflegtes... Wir würden mal so sagen, das war's wieder hier am Montag. Bleibt alle schön gesund. Passt auf, dass man euch nicht einsperrt, aus irgendwelchen Gründen. Das war's. Habe ich festgestellt, dass wenn man keinen Alkohol trinkt im Januar, man isst umso mehr. Ja? Man muss den Kohlenhydratmangel wieder ausbaden durch anderen Sachen. Eigentlich deswegen, soll ja Alkohol den Appetit. Dann dachte ich eigentlich, dass man mal so 2-3 Kilo verlustig wird. Ja? Und du auch beim Laufen, aber es klappt das nicht. Das kannst du vergessen. Das frisst du alles wieder rein hinterher. Ne? Ich auch. Ohne Laufen. Gut. Ja. Tschüss. Also, Matze und Lutze. Winke, winke.